Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einem neuen Part von Pokémon, die Oras-Demo. Wir werden jetzt erstmal direkt wieder mit unserem lieben Wir bleiben Toy sprechen und gucken, was möchtest du tun, Orlando? Willst du zu einem neuen Abenteuer aufbrechen? Oder kann ich etwas anderes für dich tun? Geschenke ansehen, auf Folgeversion übertragen. Lass uns aufbrechen, Geschenke ansehen. Wir sehen uns erstmal die Geschenke an. Ich soll dir also etwas über die Geschenke erzählen, die du auf die Folgeversion übertragen kannst. Ja. Das Finanter, das du gefangen hast, kannst du in die Vollversion mitnehmen. Es wird dir sicher als verlässlicher Partner zur Seite stehen. Wow, das war ja eine mega... Lass uns lieber aufbrechen. Ich kann eine Insel in der Nähe, auf der sich ein paar Pokémon-Trainer aufhalten, um ein Spezialtraining zu absolvieren. Ich möchte, dass du dich ihnen als Gegner zur Verfügung stellst. Okay. Yay! Auf Latias jetzt? Wie cool! Latias ist so ein schönes Pokémon. Gefällt mir persönlich besser als Latios, auch wenn Latios mehr so als Klopper benutzt wird. Bitte hilf den Trainer bei ihrem Spezialtraining. Wenn sich die Blicke zweier Trainer treffen, steht ein Pokémon-Kampf an. Nein! Boah, wieder so ein unglaublicher Funfact, den ich niemals erwartet hätte. Mal gucken, was haben wir hier drin? Haben wir noch ein paar? Der hat mir wieder die Bälle geklaut. Oh! Ich hab gleich... Oh, cool. Okay, hier ist nichts. Mal alles absuchen. Man weiß ja nie, ich möchte alles hier abgrabbeln, ob hier irgendwo was versteckt ist. Aber sieht nicht so aus. Hallo, du da! Kämpfen gegen mich? Wenn du nicht willst, dann musst du nicht, aber... Matrose, jetzt sehen die Matrosen mal aus wie starke Matrosen. Dann sind die mal aus wie so fette Lumpen. Aber egal, Mr. Freeze! Ja, jetzt werden wir Mr. Freeze Mega-Entwicklung! Eises-Odem. Los, Mr. Freeze! Mega-Entwicklung zu... Mega für Nantor! Wie so ein riesiges... Wie so ein riesiger Kopf, der einfach nur reinbeißen will. Ein Volltreffer! Und besiegt! Yay! Mr. Freeze erhält ein paar popelige Punkte. Und Monty ist besiegt. Ich kriege immer 1200 Punkte. Geld von den Hammeln hier. Hallo! Sei gegrüßt, Kleiner. Ich bin ein raubbeiniger Matrose. Ich habe die Weltmeere umsegelt. Das interessiert mich nicht. Matrose Elad. Ja. Oh, oh, oh! Ah, jetzt wird's gefährlich. Ich meine, das wird bestimmt nur ein Free-Hit-KO, also... Eieieiei. Das wird jetzt echt gefährlich. Los, Megafinontor, mach irgendwas, ich will nicht sterben. Und die Kopfnuss. Ich geb dem gleich eine Kopfnuss. Rauhaut, nicht sehr effektiv, aber ich habe es so gerade eben geschafft, es umzulümmeln. Boah. Heiliger. Sind aber auch Kaliber, die sie uns hier entgegensetzen? Du gabst mir keine Chance auf einen Sieg. Ja, hör mal. Ja, das ist fast geschafft, also... Was? Ah, da! Da ist was im Gras. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja. Lass du mich erstmal in Ruhe. Weg, weg, weg. Du bist entkommen. Ich möchte da unten. Ich möchte das im Gras haben. Nein! Leck mich. Boah, leck mich. Das war ein garantiertes Plipper. Mal gucken, ob das vielleicht irgendwie eine Massenbege oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich ja nicht wirklich gespoilert. Das sind nur so ein paar Sachen, die ich mir noch merken konnte. Da, 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 da. Schnell von
Dieses. Was war das nochmal? Das ist ja cool. Das war jetzt cool gemacht. Ich kenne Häfen auf der ganzen weiten Welt, aber Graphite Port City hat den schönsten von allen. Wenn du meinst, Matrose, Tassilo. Tassilo von Schön und das Biest. Er war also früher, ist also ein Matrose geworden. Nachdem der, boah, cool. Ist es Odin. Aber die Mega-Entwicklung, weil es so schön ist. Wie so ein epileptischer Mega-Riesenkopf. Aus Eis. Zum Glück nur Eis und nicht Gestein, weil Eis-Gestein ist ja eine nicht gerade so pralle Kombination. Wie man bei Amagaga sieht. Aber hey. Tassilo, du bist der Beste. Du bist der Boss. Der B-O-Z-Z. Glückwunsch, du hast gegen alle Trainer gewonnen. Du hast einen guten Trainingspartner abgegeben. Lass uns den Rückweg antreten. Jetzt schon? Da war was im hohen Gras. Ich wollte das gerne sehen. Das hat gemacht. Das hätte ein Latias sein können. Ich habe den Ruf gar nicht. Hat sich so angehört. Aber ich kann natürlich auch voll an eine Bimmel haben. Das hast du gut gemacht, Orlando. Ausgezeichnete Arbeit. Hier heißt es erstmal Abschied nehmen. Was? Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Nein, verlass mich nicht. Ernsthaft? Krieg ich das jetzt nach jedem... nach jeder, ich sag mal, Minimission, die ich abgeschlossen habe? Ich kann es aber auch wegdrücken, das ist gut. Ja. Du hast dein zweites Abenteuer in der Spezialdemo-Version bestanden. In Mothspa City sind neue Personen aufgetaucht. Mach dich auf die Suche nach dem Trio. Das Trio. Speichervorgang. Danke. Ah ja, Schwarzbild. Ich hab's schon beinahe vergessen. Yeah! So sieht man sich wieder. Das ist unsere dritte Begegnung, oder? Sprich mich einfach an, wenn du bla bla bla. So, ich habe gehört, ein Trio. Dann machen wir doch erst einmal mit... Ja, machen wir mal Sumpex. Was können die eigentlich alle jetzt? Mal schauen. Kaskade, Schlammbombe, Steinhagel, Aquahaubitze, Fauna-Statue, Flammenwurf, Doppelkick, Schlitzer, hohe Kanone. Starter einfach nirgendwo irgendwas in den Werten besser haben. Gut, nehmen wir jetzt Sumpex mit. Also als erstes Teammitglied. Dann wollen wir mal gucken. Jetzt können wir hier nochmal die ganze Insel abklappern. Hätte ich mir das mal aufgehoben. Verdammt. Wir sind ja jetzt irgendwo. Ah. Ich glaube, das ist das Trio. Ich verstehe, sie geben ihr Bestes. So, Flavia, jetzt ein Lächeln bitte. Hallo. Mein Name ist Flavia und meine bescheidene Aufgabe steht darin, ich meine natürlich, ich bin Flavia und ich bin Arena-Leiterin. Kapiert? Alles ja gut. Zicke. Ein Schnuckelchen, aber auch eine Zicke. Eine ziemliche Zimtzicke. Mal schauen. Mir geht dieses dämliche Poke, dieses Navi da unten auf dem Zeiger. Mit seinem Bildergespamme. Treu, bla bla bla. Immer noch nicht. Muss ich mal kurz am Kopf kratzen, darum kann ich nicht rennen. Da darf ich immer noch nicht hinein. Hier war ich noch nicht. Hallo. Nein, stopp! Du darfst nicht! In die Arena. Warum? Hey, ich bin Ben. Ich bin der Arena-Leiter von Mosbach City. Ich bin Svenja. Ich bin die Arena-Leiterin von Mosbach City. Ja, ja. Hab euch auch ganz lieb. Die blockieren immer noch den Weg. Da darf ich auch nicht rein. Yay.
Welch unaussprechliche Freude. Hier ist immer noch nichts. Am besten gehe ich nur noch oben her und gucke einfach runter. Ja, mit dem kann ich bestimmt auch nicht groß quatschen. Da darf ich nicht, ja, nicht hinein. Wir gehen erstmal zur Rocket-Höhle. So, hallo. Oh, hallöchen, ich bin Professor Kosmos, Assistent. Der Professor hatte etwas Dringendes zu erledigen und musste zurück in sein Labor in Laubwechselfeld. Er hat mich aber gebeten, dir herzliche Grüße auszurichten. Oh, das finde ich ganz toll von ihm. Und davon kaufe ich mir jetzt ein Eis. Warum? Weil ich es kann. Haben wir hier... Hier haben wir jemanden, mit dem wir quatschen, oder? Ach so, der Blödmann. Ja, ja, ja. Okay, es ist nichts Großartiges noch hier zu bequatschen. Da können wir jetzt erstmal wieder mit Wir bleiben treu sprechen. Aus dem Weg. Toi, 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 wo bist du? Ich möchte... Lass uns aufbrechen. Yay. Es scheint, als hätte sich auf einer nahegelegenen Insel ein Kind verirrt. Ich möchte, dass du mir hilfst, es zu finden. Ich möchte das aber nicht. Du sollst doch selber nach Hause finden. Jetzt wieder mit Latios. Ich trinke mal schnell einen Schluck. Irgendwo auf dieser Insel muss das arme Kind sein, das sich verirrt hat. Geh und rette es. Sag Bescheid, wenn du fündig geworden bist. Ja, geh und rette es. Ich will aber nicht. Keine Lust. Soll ich selber retten? Momente des Glücks fühlen sich noch besser an, wenn ein angenehmer Geruch in der Luft liegt. Oh, ich stink hier eigentlich eher nach Kuhkacke. Aroma Lady Erika. Ankle Nils. Blee. Da habe ich ja das genau richtige Pokémon ausgewählt. Yay. Ich wollte erst Logok nehmen. Hätte ich mal. Egal. Will man die Schlammbombe. Sumpex Need. Los, Sumpex! Mega-Entwicklung zu Mega Sumpex! Fettes Ding, Alter. Und die Schlammbombe! Blöp. Wow, das ist schade, dass ich sie sehen lassen kann. Kaputt! Oh. Puh, das hat wehgetan. Machen wir mal die Aqua-Haubitze. Nichts effektiv, aber es besiegt. Sumpex erhält läppische Punkte und du besiegst Erika. Oh, ich rieche den bitteren Geruch der Niederlage. Also habe ich doch gesagt, Kuhkacke. Niederlage. Ist das das Kind? Guck erstmal hier. Ich glaube, das ist sogar die blöde Pissnelke. Ich habe es gehört. Ja, super. Ich wollte nur aus dem Gras raus. Achso, okay, ein Volbeat. Los, Sumpex! Machen wir einfach mal einen Steinhagel. Einfach, weil wir es können und weil es effektiv ist. Mega Sumpex. Sieht voll cool aus. Ich liebe die Mega-Entwicklung. Mega-Entwicklung ist eine sehr geile Neuerung seit XY. Also, da haben sie einfach alles mit richtig gemacht. Ein paar Punkte, es ist besiegt. Und jetzt hauen wir die Perle hier zu Klump. Der Duft von Blumen ist wie eine magische Kraft. Er reinigt Körper und Geist und sorgt bei Allergikern für Atemnot. Aroma Lady Rosemarie. Metropius. Jetzt wäre ein Eishieb auf Sumpex cool. Aber das Ganze ist jetzt auch wieder geil, da man ja in Omega Rubin Alpha Saphir, da gibt es auch wieder die Attacken-Tutoren.
Und da kann man endlich wieder... Ich habe das nämlich früher nie gemacht, darum führen bei manchen Competitive-Viechern immer die besonderen Attacken. Da kann ich dann endlich die Viecher so zurecht plöppeln, wie ich möchte. Warum hast du den Steinhagel abgewertet, doofe Sau? Jetzt aber, Steinhagel! Der Move-Tutor ist back. Und darüber freue ich mich sehr. Lockduft schon wieder. Fluchtwert! Ist mir egal, ich werde nicht abhauen. Kaskade! Yay! Tropius ist Geschichte. Ob es manchmal seine eigenen Bananen am Kinn frisst? Du meine Güte, da habe ich wohl verloren. Blitzmerkerin. Zwinker. Oh. Da machen wir mal die Blage. Also bitte, das ist ja wohl Kinderkram hier. Oh, du hast nach mir gesucht, tausend Dank. Ich hatte meine Schwester Mia unterwegs aus den Augen verloren und war schon den Tränen nah. Meine Güte, ey. Du hast es gefunden, sehr gut. Dann lass uns den Rückweg antreten. Das war sehr läppisch. Kann man das wegdrücken? Nein, kann man nicht wegdrücken. Ich will es wegdrücken. Ich könnte den Home-Button drücken, aber ich bin noch nicht völlig verblödet. Ja, das hast du gut gemacht, Orlando. Ausgezeichnete deine Arbeit. Hier heißt es erstmal Abschied nehmen, was? Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ah. Es geht ja schon wieder los. Dann würde ich mal sagen, mit diesem Bild verabschieden wir uns von diesem Part, ne? Nächste Part gleich morgen geht's weiter mit der Demo. In dem Sinne, arrivederci, meine kleinen Makaronis. Und mal schauen, was uns morgen so erwartet. Hallo, Rayquaza. Tüdelü.